Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video mit mir, dem Simon, eurem Gamer Brasser. Genau, Freunde, heute gibt es ein sehr schönes Best-of vom Dual Stream gestern mit Dirk Ellerit. Richtig, El Steininski ist auch in der Beschreibung verlinkt, Freunde, da auch sehr gerne vorbeischauen. Wir haben die Leitung ein bisschen glühen lassen, haben gute Sachen gezogen. Bei dir kommen auch ein Video online. War auch ein Banger dabei. Ich habe auch meinen bis jetzt besten Spieler in FIFA 22 gezogen, den werdet ihr hier auf jeden Fall in dem Video sehen. Falls euch das Ganze gefällt, lasst unbedingt ein Like da und abonniert meinen Kanal kostenlos, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Dann verpasst ihr keinen Content mehr, keine Streams. Heute Abend geht es auch direkt weiter. Wird es auch wieder den nächsten Stream geben. Da folgt mir einfach auf Instagram, dann sage ich euch dort noch genau in der Story, mache ich ja immer, wann genau das Ganze losgeht. Und ganz kurz noch, Kuss hatte ich noch nie. Gestern war einfach mein Video Platz 1 in den normalen Trends, wild. Und der Stream Platz 1 in den Gaming-Trends. Hey, Party, na gut. War sehr stark. Freunde, deshalb da auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Kurzer Hinweis noch, ihr habt immer noch die Möglichkeit, euch FIFA 22 bei meinem Partner Mediamarkt und Saturn vorzubestellen. Dort könnt ihr mit dem Code GAMERBROTHER5 auch noch 5 Euro sparen. Ist eine ziemlich nice Sache und ihr könnt euch danach noch für ein Gewinnspiel registrieren, denn es wird am 30.09. im Experion im Saturn, das ist eine ziemlich große Gaming-Halle, ein großer Saturn-Markt, wo auf jeden Fall richtig viel am Start ist. Letztes Jahr habe ich das schon mal gemacht. Gibt es auf jeden Fall eine fette Aktion, da könnt ihr ein Meet and Greet mit mir haben, machen wir auf jeden Fall ein paar Fotos, zocken ein bisschen FIFA, auch dort gibt es noch vor Ort Preise zu gewinnen, also registriert euch da auf jeden Fall auch fürs Gewinnspiel. Ich packe euch beide Links in die Beschreibung, einmal falls ihr noch bestellen wollt und für die, die schon bestellt haben, dass ihr euch da fürs Gewinnspiel registrieren könnt. Ich bin registriert. Maschine, bitte zieh mich nicht vor laufendem Publikum ab. Ich habe letztes Jahr auf dem Event, ich habe so viele Lupfer kassiert, ich habe viel Spiel verloren. Deswegen, ja. Ja. Freunde, also checkt's ab. Link dazu ist in der Beschreibung. Viel Spaß beim Video. Let's go. Howie, Leute. Quintero ist kein Kapitän, Jungs. Kann der nicht. Hab ich einen Workout? Gibt's heute auch einen Stream bei Steini auf dem Kanal. Jo, wir machen, Steini streamt ja auf Twitch. Wir streamen jetzt erstmal hier auf ganz entspannt ein paar Stündchen. Und dann gehen wir später zu Steini auf Twitch rüber. Natürlich dann danach die Ära, ne? Auch ein, den habe ich noch nicht gehabt, ey. Auch ein Wilshere, der ja auch eine kranke Phase hatte, aber dann halt relativ schnell auch down gegangen ist, ne? Wilshere fand ich auch damals so gut unter Wenger. Giroud auch unter Wenger stark gewesen. Immer die Franzosen, Engländer und Deutsche. Ja. Das Team war immer so gedrittelt. Ein Drittel Franzosen. Der spricht auch so gut Deutsch, Arsene Wenger. Krank, ne? Krank. Und das ist so ungewohnt, dass der kein Workout ist. Mhm. Stimmt, Mesut Özil auch. True. Xavin war Andrea auch geil. Andrea Xavin, ja. Ich habe gestern im Stream gesagt, ich habe die letzten Jahre alle verloren. Ich glaube, dieser hat einen gewonnen. Oh, ich habe Workout. Du bist die Icon-Wette nicht gewinnen. Wir wollen Workout! Ich habe gewährt, die Icon-Wette bisher gewonnen. Du und Tizi die erste und danach die beiden Jahre ich. Ja, ich habe noch keine gewonnen. Ich war immer so passiv. Hey, ich gewinne eh nicht. Dieses Jahr, ich habe dick Fresse und wenn ich gewinne, was ist schlimmer als ein schlechter Verlierer? Ein schlechter Gewinner. Mann, das ist richtig wild. Was ist das? Was ist das denn? Ich gestern auch gehabt. Geil. Kontra K ist das. Das ist Charakter noch nicht freigespielt. Was ist er denn für eine Maschine? Die ganzen Derbys sind da. Ah, okay, wer spielt da alles? Am 24. Oktober. Oh, was passiert hier? Oblak? Ey, von Basakci hier. Hallo, Bergamo Calcio. Ey, gib doch mal Sanchez. Kennst du doch. Real Barca, Liverpool Everton. Und dann habe ich den Tweet in meiner Story repostet. Und dann habe ich einen Strike. Wegen Mobbing. Ach Mann, hör doch auf. Mann. Ja, was soll ich mit so einer Scheiße? Geh doch weg. Chesney. Mach dir so einen Aufstand, ey. Chesney und Hummels, Alter. Das sind meine Walkouts heute. Na super. Toll. Ich hab aber bisher auch nur Mahrez. Ich hab nur Mahrez bisher heute. Das ist dürftig. Na, den lass ich stehen als Captain. Ich lass einen Walkout stehen. Rumpsteaks auf Agentlinien. Michael! Man kann keine Coins übertragen. Nee, du kannst nur FIFA Points übertragen einmalig. If you want Coins. Ich bin doch mal so ein Klostermann oder so. Hab ich auch noch nicht.
Alter, der Pay... Wollte ich gerade sagen, was denn mit dem passiert? Was ist denn da passiert? Hilfe! Mein Gott! Hatte der nicht immer 90 Pace? Ja, 92, ne? Der ist ja komplett rutschen gegangen. Aua. Zemedo, ey. Der ist ja mal richtig rutschen gegangen. Vincel, ein Bruder, Kriminell ist gut. Noch Valverde, Alter. Bellingham, wollte gerade. Oh, was geht hier? Bellingham. Matip! Krank, wie ich hier zum FIFA-Release aussasse. Kuss, Kuss, Kuss. Vielen, vielen Dank. Doch einmal den Sanchez. Einmal nur, Junge. Muchos gracias. Tielemans, cool. Ja, Witzel hatte ich auch schon ein paar Mal. Tielemans, Icons waren gerade nur der Rush drauf und Pirlo heute Mittag. Ja, und gestern waren Veron und Hernandez oder so. Okay. Boah, Jungs, was so Spieler kosten und so, das können wir euch gar nicht beantworten, weil, guck mal, du fragst jetzt, was kostet Ronaldo und Ronaldo kostet so viel und der eine für den... Pogba! Oh mein Gott! Pogba, Junge! Bruder, der rennt einfach raus, ne? Let's go! Ich guck nur auf das Trikot und da hinten steht Pogba drauf. Die sind auch noch angeholt. Einfach Paolo Pogba, Junge, komm ran! Aber meinst du behalten oder abgeben? Ich kann das nicht schwer einschätzen. Boah, aber der ist sehr dick, Alter. Let's go, ist halt gerade offensiv da liegen. Der Problem ist halt Pogba. Hat halt auch CR7, Bruno Link, Franzosen, Hyperlink zu Varane. Der kostet gerade wahrscheinlich nicht so viel, ne? Ich hätte jetzt gesagt 100.000 oder so. Oh. Ich glaube, ich behalte ihn erstmal. Also er ist halt nicht mehr so der Hype-Spieler wie aber früher. Ich würde ihn trotzdem behalten. Aber... Oh, perfekt, 100.000. Okay. Boah. Schwer. Das Problem ist, also meine Sicht ist, gerade sind 250.000 mehr wert, wie in einer Woche 500.000. Ja. Weißt du? Boah, schwer. Kann ich... Wirklich schwierig, ne? Ja. Varane ist schon wieder was anderes. Oh! Dybala, what the fuck, was geht denn jetzt ab? Let's go! Noch, ne? Ja, nimm ich mit. Deine Leitung. Paolo, Junge! Gute Leitung hast du hier. Ja, sehe ich von mir gerade gar nichts. Ja, nehmen wir. Nehmen wir sehr gerne mit. Aber das sind so Spieler, guck mal, die du jetzt siehst, mit denen kannst du was anfangen, weil die bringen dir auf jeden Fall ein bisschen eine Mark. Naja. Ne? Das mit Hummels da gerade und so. Ja, oder Hummels ist aktuell 6K oder so. Den ja. Trent Arnold da gerade, da kommst du halt nicht weit mit, ne? Den nehmen wir mit. Ich sag, ich zieh 85er Gulaschi. Ich kann sie gar nicht mehr verlassen. Das ist mein Call. Oder so ein. Aua. Oh. Ich bin so drauf. Also schlechter hätte ich das Gefühl gar nicht kommen können. Ach du, da ist ja gar keiner bei. Ist keiner drin, ne? Nicht mal den Ball, den kannst du schön reden. Ey, der James hat auch zu wenig Pace. Jawoll! Let's go, man! Ganz stark, Lukas Moura! Aber ich glaube, Media Markt ist einfach Kette. Oh, ich hab einen Walkout! Und dafür beuge ich mich nach vorne, du meine Fresse, ey. Nächstes Mal wartest du, bis er da steht. Ey, Tom, auf die Packliste, bevor du hier rumschreist. Packliste! Ja! Das ist ein bisschen zwei. Spinazzo, das wäre so göttlich. Ja, so hab ich auch noch nicht gesehen, Bonucci. Ich hab aber gar nicht gezogen. Aber ey, der ist Europameister. Flachidimos, ey. Vorentwicklung von Platimos. Tone. Tone. I'll take that. This is 10k in the cash. You know, 10k. I'm going to be a rich man one day. Ja, das ist so wieder der Dings hier, ne? Genau. I'm gonna trade myself to the top. Passt. Der kennt den aber, den Messi, das weiß ich. Ja, zu spät auch, ne? Ja! Ist gut, was hast du denn, Mann? Ja! Manchester City ist guter Club, also habe ich gehört. Spanien, De Laporte, die spielen in einem Verein. Ja, guck mal. Hättest du den Dings gar nicht kaufen brauchen. Bobby. Ja? Bobby de Firmino. Hat ein schönes Lächeln. Guck mal, vor einer Woche hatte der in FIFA 21 noch 99. Ist auch schlecht geworden. Schlecht geworden, der Bobby Firmino. Auch wenn jetzt die Hero kann. Ich hab gesagt mit dem TH. Gut. Wer hat an mich geglaubt? Ich hab gesagt, gib mir ein TH. Boah, und er hat wieder die Animation. Guck mal, was er für Sachen macht. Komm, gib ab, gib Gas, Junge. Dancen. Push. Oh, Schiss. Boah, Junge, ey. Ich finde das so geil, ne? Er hat geile Moves drauf. Mal weiter, Junge. Zugabe. Noch ein. Zugabe. 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 Boah. Zugabe. Zugabe. Oh. Hey. Ja. Shit. Wow. Jawohl. Ja. Ey.
Jo. Hat er gut gemacht. Hat er sehr gut gemacht. Guter TH. Ja, guck mal hier. Hat er gut gemacht. 90k in the cash. Guter Keeper, ne? Der ist auch geil mit Marquinhos und so. Er ist auch ein stabiler Verteidiger. Will einer haben, 80k ist es eurer. Dann ist eigentlich chillig. Ja! Ist gut, von Zeit. Let's go, Mann! Das ist wieder dieser sehr schön. Die Nil. Mondi wäre schöner gewesen, aber das was? Ist auch. Was halt witzig ist, den hast du in deinem Stream vorhin noch aus Krampf gekauft, weil ich meine Spinazzola nicht gekriegt habe. Ja, was war denn da? 5% EA. Was war denn da? Spinazzola. Schwierig. Was war denn da los? Ja, guck mal, ich habe ihn für 50k gekauft. Und jetzt hat mir es mal kacke. Nakajima ist jetzt Kapitän. Ja! Oh, Suarez! Aber ich hab Walkout! Und ich hab ausgeglichen! Stimmt. Der tanzt aber. Er tanzt, oder? Ich glaub, der tanzt. Das ist ein, nee. Nee, der tanzt. Der liegt aber lieber rum. Ist auch ein alter Mann, hat einen grauen Bart, der chillt lieber. Ich setz einer neben. Einfach so. Ja? So jeder FIFA-Streamer, mit dem er mal zwei Videos aufgenommen hat, gefragt wird, ob die da so ein Video aufnehmen. Walkout? Aber ich hab gewonnen. Stimmt, du hast gewonnen. Ich mit Busquets, ey, GG. Ich hab von 3-1 aufgehoben. Ja, gut, auch ja. Mit guten. Ja. Mit guten auch, mit Hummels, ja. Mit Busquets. Mit dem TH. Mit dem Rodri. Ja, das ist gut. Verdient gewonnen. Ja. Ich bin noch da. Chat. Verdient. Ich hab gearbeitet für euch. Verdient gewonnen. Ich hab mich vom 3-1 zurückgekämpft. Ich honoriere das. Hör mal, war überragende Leistung. Hab gekämpft für euch. Wieso kommen denn da dann solche Krücken raus, ey? Weiß ich nicht, ich find's super. Und dann eine Woche später, am 8.10. machen die Teasies und ich einen 48er bei mir. Oh, lol. Ich hab schon wieder einen Walker. Oha. Bruder, jetzt gerade läuft aber. Moin Meister. Donnarumma. Ist ein guter TH. Junge, was geht denn ab? Ich muss mehr Packs ziehen. Donnarumma. Maschine. Ehrenmann. Gerade läuft. Hätten wir mal eine Wette gemacht. Warum ist Steini nicht dabei? Ping Beef. LOL! Alter, die Leitung ist so offen! Bruder, die Leitung ist so offen! Luis Suarez, ich zieh zwar immer die gleichen, aber die Leitung ist komplett offen! Wie geil! Let's go, ich bin da! Suarez kann ich! Das ist mein Mann! 20k kostet der, ne? Sag nämlich.